Ja, hallo zusammen. Ich bin gerade von den Veranstaltern gebeten worden, die Öffentlichkeit ein bisschen zu informieren. Ich war als Medienvertreter im Saal, war auch letztes Jahr hier schon Prozessbeobachter. Letztes Jahr fand ja der Gütetermin statt, heute der Kammertermin. Letztes Jahr mit dem Einzelrichter, heute also mit Richter und zwei Schöffen. Beide Seiten, Klägerpartei, also Ulrike Gero und ihre Vertreter und auch die beklagten Seite, also hochrangige Vertreter der Univerwaltung, ihre Anwälte, waren ja, reichlich anwesend. Zunächst wurden verschiedene rechtliche Fragen erörtert. Dabei ja, ging es um ja, Plagiate, ging es um die Frage der Wissenschaftlichkeit, ging es um Publikationen, inwieweit die für den Arbeitsvertrag relevant sind. Ja, da hatte das Gericht schon deutlich gemacht, dass sie die Argumentation der Uni nicht folgt, dass das Buch Wer schweigt, stimmt zu, das hier sicherlich einige gelesen haben, dass das in irgendeinem Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis steht. Das ist eine politische Streitschrift gewesen, die Ulrike Gero sozusagen parallel zu ihren beruflichen Verpflichtungen publiziert hat. Das spielte also keine Rolle. Ein anderes Buch, Der neue Bürgerkrieg von 2017, glaube ich, hatte auch an Relevanz verloren für die Argumentation. Es ging dann im Wesentlichen um das Buch von 2016 über Europa. Ja, da ist sicherlich denjenigen bekannt, die sich mit dem Fall ein bisschen beschäftigt haben, dass es da auch zwei größere nicht gekennzeichnete Übernahmen gab, für die sich Ulrike Gero dann auch entschuldigt hatte, im gleichen Jahr noch oder kurz später bei zwei Autoren, mit denen sie befreundet ist, zum Teil auch öffentlich. Das spielte dabei schon eine Rolle, weil das eine gewisse Funktion im Bewerbungs- und Berufungsverfahren damals 2020/21 an der Uni Bonn hatte und ja, eine kleine nachträgliche Rolle sogar noch gespielt hat, damals an der Uni Krems in Österreich, wobei da die Berufung an sich schon erfolgt war, bevor dieses Buch erschienen war. Diese und andere Fragen sind dann erörtert worden. Das Gericht hat gewisse Tendenzen erkennen lassen. Ja, die Tendenzen gingen eher in die Richtung der Uni. Ja, es war aber noch nicht so ganz klar, so man hat sich das ein bisschen offen gelassen. Und wie es bei Arbeitsgerichten so vorgesehen ist, soll man da auf gütliche Einigung drängen. Das hat der Richter auch getan. Ja, der hat durchaus sich zumindest mit Erfolg bemüht, die Parteien nochmal an den Verhandlungstisch zu bekommen. Es gab also zwei Verhandlungsunterbrechungen. In der einen haben die jeweiligen Parteien untereinander sich verständigt, ob sie nochmal zu Vergleichsverhandlungen bereit sind. Das war dann der Fall, beide nicht so ganz mit Begeisterung. Die haben sich dann zurückgezogen, ja, und dann ging das Ganze, weiß nicht, ich glaube, eine gute halbe Stunde, 40 Minuten in etwa, bis man dann wieder zusammenkam. Und ja, mit dem Ergebnis, dass ja, man sich nicht geeinigt hatte. Die Uni hatte schon von vornherein als Bedingung für Vergleichsverhandlungen gestellt, dass sie eine Weiterbeschäftigung von Ulrike Gero als Professorin ablehnt. Umgekehrt hat der Anwalt der Klägerin dann erwidert, ja, dass man sich darauf eigentlich nur ungern einlässt, auf diese Bedingung, aber Verhandlungen zumindest nicht völlig ausschließt. Wichtig wäre in so einem Fall, neben den natürlich immer relevanten finanziellen Fragen, gewesen, dass es eine Art Ehrenerklärung seitens der Uni gegeben hätte, die die Vorwürfe, die ja auch sehr durch die Öffentlichkeit gegangen sind, zumindest etwas relativiert oder abgeschwächt hätte. Und offenbar war es so, als man zuletzt zusammenkam, dann wieder, dass das so nicht zur Zufriedenheit der Klägerseite erreicht werden konnte, ja, dass die Uni dann vielleicht irgendwas angeboten hat, aber nichts, was in der Hinsicht befriedigend gewesen wäre. Konsequenz war, dass das Gericht also dann ein Urteil sprechen musste, es hat sich dann zurückgezogen, der Vorsitzende Richter, die beiden Schöffen, und das zog sich, ich glaube, 20 Minuten auch hin, ja, ist also nicht so ganz schnell geworden oder schnell gelaufen. Richter hat auch gesagt, man hat es sich nicht leicht gemacht, also es gab da mit Sicherheit einige Diskussionen und vielleicht ist das Ganze dann bei den drei Richtern oder bei dem Richter und den beiden Schöffen bei der dreiköpfigen Spruchkammer auch nicht komplett einstimmig ausgefallen. Ergebnis ist allerdings, dass die Kündigungsschutzklage Ulrike Geroß abgewiesen wurde. Er hat also insofern diesen Prozess verloren, hat dann auch die Kosten zu tragen und ja, ansonsten
steht nur eben der Weg zur nächsten Instanz, die Berufung beim Landesarbeitsgericht der Klägerin dann noch offen.